Im TV demonstrieren Schauspieler immer wieder krasse Fähigkeiten, die sie privat nicht immer unbedingt drauf haben. Wie ist das bei Robert Lohr? Der Schauspieler ist bei Die Bergretter als Michi zu sehen und darf dort mit dem Helikopter in die Lüfte steigen. Dabei sitzt er beim Dreh sogar selbst am Ruder, wie er bei einem Interview auf der Bergretter-Fanpage verriet. Ich bin wie ein eingewiesener Flugschüler, sitze am Doppelsteuer und fliege mit einem Fluglehrer. In welchem Job kann man in solch eine Materie einsteigen, die so spannend und abenteuerlich ist? Während er in der Serie das Fliegen üben darf, sieht es privat schon anders aus. Einen Flugschein macht Lohr nämlich nicht. Nein, das würde für mich privat keinen Sinn machen. Während des Drehs haben wir ab und zu Flüge, wo wir nicht drehen. Da darf ich immer mal wieder selbst am Doppelsteuer fliegen, berichtete er und gestand: Ich kann nicht starten und landen. Das ist beim Helikopterfliegen die Kunst. Wenn man die Geschwindigkeit rausnimmt, wird alles sehr instabil. Das Fliegen eines Helikopters benötigt deutlich mehr Übung, als Robert Lohr bei den Drehs bekommt. Trotzdem machen ihm die Ausflüge mit dem Hubschrauber in seiner Rolle sehr viel Spaß und sorgen dafür, dass die Darstellung von Michi zu einem Traumjob wurde. Wenn ich jetzt noch in der Rolle Ski fahren dürfte, wäre es perfekt, ergänzte er.